Hey Leute, vor einigen Wochen hatte ich schon die Gelegenheit, das OnePlus 6 in meinen Händen zu halten. Und glaubt mir, es war unfassbar schwer, das vor euch geheim zu halten. Aber heute kann ich endlich mein Schweigen beenden. Und ich fall einfach mal mit der Tür ins Haus, mit der größten Neuerung. Das Design hat sich drastisch geändert. Weg von Aluminium hin zu Glas in mattschwarz, glänzend schwarz oder später auch weiß, roségold. Das Gerät ist dabei gleich groß und dünn geblieben, weswegen es echt genial in der Hand liegt. Ich bin kein großer Fan von Glas. Das ist so ungefähr das empfindlichste Material, aus dem man ein Smartphone bauen kann. Und Wireless Charging gibt es hier nicht, was ja das Argument für Glas gewesen wäre. Dafür gibt es noch den Kopfhöreranschluss. Und anstatt auszusehen wie eine iPhone 7 Plus Kopie, ist das OnePlus 6 jetzt eigenständig vom Design und maximal am OnePlus One und 2 angelehnt. Auf der Vorderseite hat sich auch viel getan. Obwohl das Gerät wie gesagt gleich groß wie die Vorgänger ist, hat es statt eines 5,5 oder 6 Zoll Displays ein 6,3 Zoll OLED-Display. Möglich wurde das gemacht durch die für 2018 typische Einkerbung oder Notch auf der Oberseite. Diese kann man direkt in der Software deaktivieren, falls sie stören sollte und falls nicht. Die Ränder um das Display sind echt wahnsinnig dünn, fühlt sich für mich wie die dünnsten Ränder an, die ich jemals gesehen habe. Die Auflösung vom Display ist weiterhin Full HD+, das Seitenverhältnis ist jetzt aber 19:9 und der Fingerabdrucksensor ist hinten, falls man die schnelle Gesichtsentsperrung nicht nutzen möchte. Im Inneren steckt der neueste Snapdragon 845 Prozessor mit 6 oder 8 GB RAM. Speicher gibt es auch ordentlich dazu, nämlich entweder 64, 128 oder 256 GB. Die Software ist Android 8.1 mit einigen coolen Anpassungen und der Möglichkeit, schon heute die Android P Beta zu nutzen. Das nenne ich mal schnelle Updates. Ein leichtes Update hat auch die Kamera bekommen. Es ist weiterhin eine Dual-Kamera. Die zweite Linse ist auch weiterhin 20 Megapixel für Lowlight, die tatsächlich 4 Pixel zu einem zusammenfasst, was dann eigentlich 5 Megapixel Bilder macht. Und die Hauptkamera hat 16 Megapixel, nur dass der Sensor größer geworden ist, was auch für bessere Bilder in schlechterem Licht spricht. Allgemein soll ein bisschen die Dynamic Range und das Farbprofil verbessert worden sein und ich bin sehr gespannt, wie sich das im Alltag so schlägt. Bei der Kamera sind wahrscheinlich die kleinsten Änderungen, aber das OnePlus 5T fand ich persönlich auch schon ordentlich, was die Kameraperformance angeht und dann wird es jetzt hier nur noch besser sein. Der Akku ist gleich groß, mal sehen, ob der jetzt länger oder kürzer hält, aber Dash Charge darf natürlich auch nicht fehlen. Und der Alert Slider, der ist jetzt auf der rechten Seite vom Gerät. Ansonsten war es das mit den größten Änderungen. Die Preise fangen bei 519 Euro an für 64 GB und gehen dann auf 569 Euro hoch für 128 GB. Den Preis für 256 GB kenne ich zum Zeitpunkt des Videos noch nicht, den schreibe ich aber unten rein, sobald das der Fall ist. Bei solchen Preisen ist OnePlus zwar immer noch günstiger als der Hauptteil der Konkurrenz, aber es ist kein Betrag mehr, den man einfach mal so ausgibt. Hier geht es wirklich um ein Premium-Gesamtpaket. Und mal abgesehen, vielleicht vom Fehlen von Wireless Charging oder den Stereo-Lautsprechern, ist hier auch alles drin, was man braucht. Geiles Design, tolles Display, verbesserte Kamera, super Akku, Performance ohne Ende und eben fast reines Android. Für mich persönlich ein sehr interessantes Smartphone. Ich bin gespannt, was ich in meinem Review zu sagen haben werde. Also abonniert mich, falls ihr es noch nicht getan habt und dann bis bald. Ciao.